Freunde, na, kennt ihr das, wenn eure Trainingslust Verstecken spielt, sich einfach nicht zeigen will? So geht's mir heute. Ich habe jetzt alles, was nur geht, rausgezögert. Und jetzt ist es soweit, ich gehe zum Sport. Guten Morgen. Das Köfferchen rollt, ihr seht's, ich bin schon wieder unterwegs und zwar geht es jetzt für mich nach Berlin. Da bin ich heute auf einem Event, auf welchem, das erfahrt ihr auf dem Weg. Also irgendwann in einem der nächsten Videos. Ah, was ist das denn bitte für ein Wetter hier in Berlin? Und ich habe keine Jacke dabei. Bah, nicht schön. Hier sitzt die Bauchgymnastik-Liebe-Gruppe. Was? Ja. Und ein Teddybär. Das ist Winnie Pooh. Geh mal über die Linse, dass man sieht, wie weich du bist. Guck mal, wie weich er ist. Oh. Wow. So, das ist Backstage. Bevor es alle anderen sehen, habe ich gefunden, was Claudia heute tragen wird. Guck bitte mal. Meine Robbe. Ist das nicht? Von wem ist das? Warte mal, das ist von. Ach, warte mal, ich hab's vergessen. Schuldigt. Film mal zu Ende. Also, von wem ist das Kleid? Das ist Kleid. Meine Robbe. Ist kein Deine Kleid. Robbe, entschuldige. Meine Wahnsinnsrobbe ist von Chibo. Darf ich mal anfassen? Ja, bitte, aber nur hier. Oh. Ist sie kuschelig? Ist sie schön? Jetzt wird das Geheimnis gelüftet, wo ich heute bin. Und zwar hat Raffaello eingeladen zum Raffaello Summer Day in Berlin. Freue ich mich jedes Jahr aufs Neue drauf. Und zwar auch schon, weil man immer mit so einer Tüte voller Raffaello begrüßt wird. Und die liebe ich. Liebt ihr die auch so? Freunde, das ist mein Outfit des Tages und ja, genau das hatte ich neulich schon mal an. Da gab es aber so viele Fragen von euch, ob das Outfit jetzt eigentlich weiß oder rosa ist, dass ich dachte, ich ziehe es nochmal an. Außerdem passt das perfekt zum Summer Day, finde ich. Ich liebe diesen Anzug. Jetzt bin ich hier am Teppich und guckt, da geht es gleich drauf. 80 Meter Teppich. So, jetzt bin ich im Shuttle und gleich dann am roten Teppich. Wir feiern heute einen ganz besonderen Anlass. Dieses bezaubernde Pärchen ist seit genau 2 Wochen verheiratet und immer noch verheiratet. Wir feiern jetzt die 2 Wochen und dann stoßen wir schon mal drauf an, dass es die 3. auch noch wird. Und die 4. und die 5. und die 6. Oh, wir planen langfristig. Eine lange